Mitten in Graubünden, am weltbekannten Standort Davos, wird medizinische Spitzenforschung mit weltweiter Ausstrahlung betrieben. Das AO Research Institute ist Teil der AO Foundation, unter deren Dach sich mehrere Institute und Einheiten vereinen. Dabei ist das AO Research Institute spezialisiert auf die Forschung im Bereich der Knochenbruchbehandlung sowie der Erkrankungen des Bewegungsapparats. Und dies schon seit 1959. At that time, people were, when they had a trauma fracture, they were either put in. Wenn jemand zur damaligen Zeit einen traumatischen Knochenbruch erlitt, wurde er im Spital entweder gegipst oder geschient. Das bedeutete, dass diese Person für lange Zeit oder gar das restliche Leben nicht mehr arbeitsfähig war, was für die Schweizer Wirtschaft ein großes Problem war. Die Gründer des AO-Forschungsinstituts in Davos erfanden die interne Fixation bei Knochenbrüchen, wie sie heute noch weltweit üblich ist. All over the world and every company in the world uses the ideas that were invented from Davos. Ziel aller Forschungsarbeit am AO-Institut ist, konkrete medizinische Probleme rasch anzugehen, um praxisorientierte Lösungen für Chirurgen zu entwickeln. Wichtige Themen sind Infektionen, welche schlimme Folgen für Patienten und hohe Kosten für die Versicherungen verursachen. Weiter die Osteoporose, was vor allem ältere Menschen betrifft, weil die Implantate im brüchig gewordenen Knochen nicht mehr richtig halten. Und drittens das Implantatdesign. Ladina Fliri ist Projektleiterin im Bereich Biomedical Services am AO Research Institute. Sie forscht im Bereich von Knochenbrüchen bei älteren Menschen, welche oft von Osteoporose betroffen sind. In diesen brüchig gewordenen Knochen halten Implantate, welche bei Knochenbrüchen eingesetzt werden, oft schlecht. Deswegen erforschen wir momentan eine Methode, bei der etwas Knochenzement um das Implantat herum eingespritzt wird. Das wiederum vergrößert die Fläche, die Lastübertragungsfläche. Und damit hoffen wir zu erreichen, dass die Fixation besser hält und die Patienten weniger Risiko für Komplikationen und für Zweitoperationen haben. In der medizinischen Praxis verlassen sich Chirurgen oft auf ihr Gefühl, ob Knochenzement eingebracht werden muss oder nicht. Um ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, entwickelte das Team um Markus Windolf vom AO Research Institute ein Messgerät, mit welchem Chirurgen während der Operation die Knochendichte messen können. Dazu wird diese Klinge in den Knochen eingebracht und an der Stelle des späteren Implantatsitzes rotiert vom Chirurgen. Damit wird die Knochenfestigkeit bestimmt und dieser Messwert kann dazu verwendet werden, um zu entscheiden, ob man diesen Zement einbringen sollte oder nicht. Anne Sermon ist als Chirurgin an der Universitätsklinik im belgischen Löwen tätig. Als Spezialistin für Hüftfrakturen, einem Bruch, welcher mehrheitlich bei älteren Menschen auftritt, ist sie täglich mit dem Problem von Osteoporose konfrontiert. Ich habe die Möglichkeit, hier am AO-Institut als Forscherin im Bereich der Entwicklung neuer Fixationstechniken von Implantaten bei osteoporotischen Knochen mitzuarbeiten. Das gibt mir die einmalige Möglichkeit, meine klinische Arbeit mit angewandter Forschung zu kombinieren. Das AO Research Institute in Davos ist auch Mitglied der Academia Rhaetica. Mehrere hochqualifizierte wissenschaftliche Institute und Kliniken in der Südostschweiz sind darin vereint. Ziel der Academia Rhaetica und der ihr angeschlossenen Institutionen ist es, Studienabgänger in ihrer beruflichen Weiterentwicklung zu unterstützen sowie die Zusammenarbeit der ihr angeschlossenen Institutionen zu fördern.